eine Art Flaschenzug, mit dem die Fässer nach oben gezogen werden konnten, in denen sich die Bücher oder die Bögen, aus denen Bücher dann gebunden werden, befanden. Hier ist der Kaiser von Hannover und wir waren eben on Segway mit Leibniz on Tour und ich freue mich, dass er das so bravourös gemeistert hat. Und jetzt steht der große Mann neben mir. Hallo Herr Leibniz, Eure Exzellenz, ist das richtig? Ja, deine völlig korrekte Ansprache. Ich lege zu Lebzeiten nicht allzu viel Wert auf Form und Höflichkeit. Wunderschön. Für diejenigen, die jetzt die ganze Tour nicht miterlebt haben oder haben können, weil die jetzt gerade zufällig reingeschaltet haben hier bei diesem Kanal, was sind so die Highlights, was wird auf dieser Tour gezeigt? Das Highlight bin sicherlich ich, würde ich sagen, aber auch ein Geheimnis wird offenbart im Laufe dieser Tour. Ich werde einige meiner wissenschaftlichen Unternehmungen in einer leichten, verständlichen Sprache den Gästen vermitteln. Wir werden auch gemeinsam lachen. Und ich bekomme meistens die Frage gestellt, wie denn jetzt mein privater Umgang mit Kurfürstin Sophie gewesen ist. Das möchte ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit nicht darlegen. Das werden wir aber auch in dieser gemeinsamen Tour, wie ihr ja mitgemacht habt, dann besprechen. Selbstverständlich werden wir das hier in aller Öffentlichkeit nicht besprechen, Was da war mit der Kurfürstin. Eine andere Sache noch, es geht auch um Keks. Das ist ja noch das große Geheimnis. Ach, das ist auch das große Geheimnis. Das ist sozusagen Wunderbar. Der Höhepunkt der ganzen Veranstaltung. Gut, dann nehmen wir das auch nicht vorweg. Wie lange dauert denn so eine Tour? In der Regel, bis sie beendet ist, aber man kann auch sagen, circa 2 Stunden. Das heißt, die Tour dauert 2 Stunden. Man braucht ungefähr eine halbe Stunde, um sich auf dem Gefährt, übrigens habe ich nicht selber entwickelt, aber ich habe die Grundlagen dafür gelegt. Das Rechnen mit 0 und 1 ermöglicht es, denn überall befinden sich jetzt Nullen und Einsen in Computern, auch in diesem Gerät, auch in dem Gefährt. Das ermöglicht uns ganz leicht aufzusteigen. Man muss nur das Gleichgewicht behalten und dann kann man ohne nachzudenken durch die Landschaft gleiten, geradezu schweben. Und ich bin begeistert von diesem Gefährt, denn ich kann damit fahren und kann gleichzeitig über ein mathematisches Problem oder eine philosophische Fragestellung nachdenken. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns einfach, denn ich glaube, jetzt ist es wieder Zeit, ein bisschen zu philosophieren. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei dem großen Herrn Leibniz. Es war uns eine Ehre, mit dabei sein zu dürfen. Lieber Kaiser von Hannover, ich empfinde es als eine außergewöhnliche Ehre, euch hier getroffen zu haben. Habe Dank. Vielen herzlichen Dank. Damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, euer Kaiser von Hannover und Herr Leibniz. Au revoir. Für Sie ist es ein großes Glück, dass Sie mich heute hier angetroffen haben. Nutzen Sie diese Gelegenheit und fragen Sie mich ruhig Dinge, die Sie schon immer mal von Herrn Leibniz wissen wollen. Ja, wenn Sie Zweifel haben oder nicht mehr gewohnt sind, wie Sie mich ansprechen dürfen, nun seien Sie versichert, ich lege nicht allzu viel Wert auf Form und Höflichkeit. Also Eure Exzellenz ist völlig in Ordnung.